Hi, ich bereite mir jetzt hier meine Tragejacke für das Rückentragen vor. Dazu rolle ich zuallererst meine Kapuze ein. Mit Hilfe des Gummis und des Druckknopfes geht das super easy und sie hängt meinem Kind dann beim Tragen nicht im Gesicht. Jetzt öffne ich den Reißverschluss hinten von oben nach unten und zippe den Trageeinsatz mit Hilfe der Zwei-Wege-Reißverschlüsse einfach ein. Da ich später, wenn ich die Jacke anhabe, nicht mehr an die Regulierung rankomme, stelle ich mir den Einsatz schon vorher auf die Größe meines Kindes ein. Auch die Kapuzen. Und dann nehme ich mein Kind, schnalle es mir um mit der Trage und gebe die Jacke vorsichtig auf mein Kind, das ist schön mit dem Kopf durch die Öffnung schaut. Und jetzt bringe ich die Jacke zusammen mit der Trage und meinem Baby nach hinten auf meinen Rücken. So, wie ich das auch machen würde ohne Jacke. Jetzt hier eine Halfbacke. Ich liebe ja Halfbacke zum Rückentragen. Da kriegt man das Kind schön weit nach oben. Das hier ist übrigens die Halfbacke von Schmusewolke. Die ist super bequem, schön gepolstert. Ich schließe noch die Sicherheitsschnalle und dann ziehe ich die Jacke weiter an. Ich krieche hier in die Ärmel rein, hole mir die Jacke nach vorn. Und kontrolliere auch gleich nochmal, ob das Gesicht und die Nase schön frei sind. Schließe die Jacke und schon kann es nach draußen gehen.